Trading-Konto skalieren mit Fremdkapital. So habe ich es auf 2 Millionen Dollar gebracht. Leute, heute sprechen wir über ein Thema, das viele von euch interessant finden dürften. Das Skalieren eines Trading-Kontos mit Fremdkapital. In der heutigen Zeit, Leute, gibt es eine Flut von Fremdkapitalanbietern da draußen, die Trader mit verlockenden Profit-Splits von bis zu 90% anlocken, vorausgesetzt natürlich, sie schaffen es, ihre Challenges zu bestehen. Doch hier, Leute, liegt oftmals das Problem. Die meisten Unternehmen, die verdienen nämlich Geld damit, dass sie hohe Gebühren erheben für diese Challenges und nicht so, wie es eigentlich sein sollte, durch die Gewinne, die die Trader machen. Und deshalb, Leute, werde ich mir in diesem Video einmal die bekanntesten Challenge-Anbieter genauer ansehen. Ich werde sie quasi unter die Lupe nehmen. Sowohl die etablierten Anbieter, wie beispielsweise Topside-Trader, als auch die aufstrebenden Neueinsteiger wie The Trading Pit. Ich werde dir wertvolle Tipps geben, worauf du unbedingt achten solltest, um unter fairen Bedingungen zu handeln. Und natürlich werde ich dir auch noch meine persönlichen Erfahrungen mitteilen und zeigen, wie ich es persönlich geschafft habe, mein Trading-Konto bei Heddenthal auf satte 2 Millionen Dollar zu skalieren. Aber Leute, bevor wir in die Details einsteigen, und das verspreche ich euch, es wird spannend, vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, um keine unserer zukünftigen Videos mehr zu verpassen. Lasst uns also jetzt in die Welt der Trading-Konten mit Fremdkapital eintauchen. Hey Leute, ich arbeite jetzt seit fast 7 Jahren mit so einer Prop-Trading-Firma zusammen. Und die Kriterien hier sind ganz andere. Was mir aufgefallen ist, dass alle Anbieter von solchen Challenges einfach viel zu einfache Kriterien haben. Bei diesem Anbieter hier habe ich ein Profit-Target, also ein Gewinnziel von 5.000 US-Dollar und einen maximalen Drawdown von 3.000 US-Dollar. Profit-Target 5.000, Drawdown 3.000. Das Ganze ist ein 150.000 Dollar Future-Konto und ich muss dafür 169 Dollar bezahlen. Das ist nicht ganz unwichtig. Jetzt stellen wir uns einfach mal vor, dass ich in einem einzigen Trade direkt mal ganze 2.500 Dollar riskiere. Mit etwas Glück schaffe ich es, in dem Trade ein CRV von 2:1 zu erzielen. Das zeige ich euch gleich nochmal. Und schon habe ich mit einem einzigen Trade die Challenge bestanden. Selbst wenn ich vielleicht ein zweites, ein drittes, ein viertes oder sogar ein fünftes Konto brauchen würde, es ist sehr wahrscheinlich, dass ich die Challenge bestehen werde irgendwann. Die Wahrscheinlichkeit, dieses Ziel zu erreichen, die liegt sogar von Natur aus schon bei etwa 33%. Um euch das einfach mal in der Praxis zu zeigen, habe ich hier mal ein Beispiel-Trade rausgesucht, der ist wie gesagt simuliert. Es geht darum, folgende Punkte zu zeigen. Einmal, wie so ein CRV aussieht und wie schnell man das beispielsweise erreichen kann in so einem Future-Produkt. Dazu schauen wir uns hier einmal den NQ-Future an. Und hier in weiß habe ich ein wichtiges Level. Und an diesem Level möchte ich mich long positionieren. Ihr müsst wissen, dieser Future, der hat einen Kontraktwert von 5 Dollar. Der handelt in 25 Cent Schritten und jede 25 Cent Bereiche sind bei einem Kontrakt 5 Dollar. Das bedeutet, laut unserem Anbieter können wir ja maximal 5 Kontrakte traden und das machen wir logischerweise auch. Das heißt, ich kaufe jetzt hier direkt mal 5 Kontrakte. Das sind dann also pro Tickwert 25 Dollar und hier in TradingView haben wir ein Tool, um unser CRV zu berechnen. Das bedeutet, hier ist der Einstiegspreis. Hier unten lege ich meinen Stop hin und jetzt sehen wir hier, das Ganze können wir hier anpassen, dass wir insgesamt ein 2:1 realisieren würden. So, jetzt seht ihr hier die Zahl 1,99, 2,01. Ja, jetzt haben wir ein Chance-Risiko-Verhältnis von 2:1. Das bedeutet, ich riskiere jetzt hier 2.500 Dollar und ich habe jetzt hier die Möglichkeit, wenn der Trade aufgeht, wenn er das Doppelte für mich läuft, 5.000 zu gewinnen. Wie gesagt, das Ganze ist simuliert. Es geht einfach für mich jetzt darum, dir zu zeigen, okay, was ist ein Chance-Risiko-Verhältnis und wie schnell kann man das in so einem Future erreichen, nämlich mit einem Trade, wenn er aufgeht. So, dazu gehen wir einmal in den 5-Minuten-Chart. Das bedeutet also, jeder Balken ist jetzt 5 Minuten lang und dann sehen wir, okay, Trade läuft kurz ins Minus und jetzt läuft der Trade an. So, und jetzt seht ihr, Ziel erreicht, hier oben im Value-Bereich 5.800 Profit. Bedeutet also, mit einem einzigen Trade kann ich in so einem NQ-Future das Challenge-Ziel erreichen. Und das wollte ich euch in dem Video einfach mal zeigen, wie einfach das ist. Gerade haben wir uns The Trading Pit angesehen und jetzt schauen wir uns noch an, wie das Ganze bei Top-Step-Trader aussieht. Und ihr habt jetzt schon gelernt, was ein Chance-Risiko-Verhältnis ist und wie die Bedingungen ausgesehen haben bei Trading Pit. Und auch hier sehen wir, dass im Prinzip genau die gleichen Bedingungen gelten. Wir haben auch hier wieder, in dem Fall ist es nur ein 100.000 Dollar Konto, aber auch hier sehen wir, müssen wir ein Profit-Target von 6.000 erreichen. Wir haben Daily Loss Limit, also Maximum Loss Limit von 3.000.
Das bedeutet also auch hier wieder, würden wir mit einem 2:1, wenn wir den Trade treffen, unser Ziel erreichen. Ja, genau das gleiche sieht hier so aus. Hier haben wir statt 6.000, die wir gewinnen müssen, müssen wir 9.000 gewinnen, aber dafür haben wir auch ein größeres Verlustlimit, ja, von 4,5. Auch hier würden wir wieder mit einem 2:1 unser Ziel erreichen. Das heißt, ihr könnt sehen, dass die Bedingungen quasi bei allen Anbietern ähnlich sind. Und mit ein bisschen Glück werden wir relativ schnell in der Lage sein, dadurch das Ziel zu erreichen. Ihr habt jetzt an meinem Bildschirm gesehen, wie einfach man das Ziel so einer Challenge bestehen kann. Die Frage, die ich mir dabei stelle, ist, wie soll mich der Anbieter so qualifizieren, wenn ich schon mit etwas Glück durch diese Challenge komme? Wer Erfahrungen damit hat, bitte einmal in die Kommentare schreiben. Also ihr könnt selber mal nachdenken, aber ich persönlich würde keinem mein Geld geben, der quasi mit einem einzigen Trade so eine Challenge erreichen kann. Das ist ja keine Kunst, oder? Sondern aus meiner Sicht ist das einfach nur Schwachsinn. Ein wirklich konstanter Trader, der muss aus meiner Sicht über mehrere Monate zeigen, was er wirklich drauf hat. Mit der ganzen Erfahrung, die ich gesammelt habe, kann ich euch an der Stelle sagen, die Firmen, die gehen alle extrem hohe Risiken ein, wenn sie solche hohen Konten, die bis zum Maximum gehebelt sind, an einer Hand Glücksritter verteilen. Jetzt überlegt mal selber, wie lange soll so etwas gut gehen, wenn die Firma gerade einmal einen Gewinn von 20% bekommt, um die Verluste dieser vermeintlichen profitablen Trader zu decken? Also wenn ihr mich fragt, komplett krank, was da abgeht. Das sind wirklich einfache Fragen, die ich mir persönlich gestellt habe, während ich mir die ganzen Challenges einmal genauer angeschaut habe. Und du solltest dir diese Fragen auch stellen. Jetzt, Leute, kommen wir aber dazu, wie ich es persönlich geschafft habe, innerhalb von 4 Jahren mein Trading-Konto auf über 2 Millionen zu skalieren. An dieser Stelle, Leute, mit Sicherheit auch interessant für viele, mein Video, was ich gemacht habe, wo ich meine komplette Performance der letzten Monate einmal zeige. Ich verlinke euch dieses Video innerhalb der Description. Unbedingt anschauen ist mit Sicherheit extrem spannend, denn hier erkläre ich, was eine konstante Performance wirklich ausmacht. Aber Leute, nun mal zurück zum eigentlichen Thema. Ich habe euch 3 Tipps mitgebracht, die mir persönlich dabei geholfen haben, mein Trading-Konto zu skalieren. So Leute, Tipp Nummer 1. Am Anfang müsst ihr die Basics beherrschen. Wenn du bisher noch nicht profitabel bist, dann sind die Basics umso wichtiger für dich. Was ich damit meine? Du musst als erstes lernen, Trades abzusetzen. Am besten Dutzende von Trades, denn du musst dein Risiko schnell berechnen können. Am besten kannst du das sogar auswendig. Damit meine ich, wenn ich dir sage, du sollst einen Stop von 50 Cent nehmen und du willst 5 Dollar riskieren, dann musst du sofort wissen, wie das kleine 1x1, wie viele Aktien du traden darfst. Du musst anhand von Trading Tools trainieren, deine Angst vorm eigentlichen Handeln zu verlieren. Denn nur so bist du überhaupt in der Lage, den Vorteil deiner Strategie auszuspielen. Tipp Nummer 2. Erarbeite dir einen Vorteil. Du kannst mit einer ganz einfachen Strategie starten. Das habe ich damals auch gemacht. Meine Strategie, die war ganz einfach. Die hatte keinen besonders großen Vorteil, aber darum ging es auch überhaupt nicht, sondern es ging einfach darum, Daten zu sammeln, die man später auswerten konnte. Mit diesen Daten habe ich dann meine Strategie immer weiter optimiert, wie quasi in einem Labor. Die allermeisten Trader jedoch, die sammeln überhaupt keine Daten, weil sie Angst vorm Traden haben, weil sie die Basics nicht beherrschen. So, kommen wir zu Tipp Nummer 3. Tracking, Tracking, Tracking. Du musst jeden deiner Trades festhalten und auswerten können. Denn das, Leute, gibt euch am Ende den Vorteil. Wenn ich beispielsweise mit einem Trader zusammenarbeite und er mir seine Daten gibt, dann kann ich ihm dabei helfen, seine Strategie zu verbessern, sprich seinen Vorteil zu vergrößern. Und das sorgt dafür, dass er mit der Zeit ein ganzes Portfolio an profitablen Strategien aufbaut und mit diesen dann systematisch Geld verdient. Wenn du also jetzt Interesse bekommen hast, denselben Weg zu gehen wie ich damals, dann bist du jetzt ganz herzlich dazu eingeladen, den gleichen Weg zu gehen mit meinem Partner Heldenthal & Co. Bei Heldenthal habe ich es geschafft, meine Karriere aufzubauen. Und für mich ist es über die ganzen Jahre hinweg immer die beste Chance für angehende Trader geblieben. Leute, wenn ich sehe, wie viel die Firma in Tools für uns als Trader investiert und wenn ich mir anschaue, wo die Reise jetzt gerade hingeht und wie sich die Ergebnisse der Trader von Jahr zu Jahr immer weiter verbessert haben, dann bin ich wirklich froh, schon lange dabei zu sein und dankbar, Teil des Heldenthal-Teams zu sein. Ja, Leute, ich erinnere mich noch, wie meine Freundin vor etwa 4 Jahren gefragt hat, ob das denn hier alles Zukunft hat. Ja, und heute, da sitze ich hier, arbeite oft von zu Hause, verbringe viel Zeit mit meiner Familie und den Kindern und das ist einfach herrlich. Und jetzt gerade in so einer schweren Zeit bin ich einfach nur dankbar, dass sowas möglich ist. Also Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich persönlich freuen, wenn ihr dem Ganzen jetzt einen Daumen nach oben gibt, wenn ihr fleißig kommentiert und dann sage ich bis zum nächsten Mal.